Waschmann. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Ketau. Ja genau, willkommen zu einem neuen Video. Und Leute, das ist kein fucking Clickbait. Es ist mein Ernst. Ich habe mein eigenes Merch rausgebracht. Leute, ihr seht das hier. Adidas. Nee, Leute, ich habe was Besseres. Und ich glaube, ein paar Leute können schon erraten jetzt schon. Aber ich habe mein eigenes Merch. Ganz genau, was es sein wird, das seht ihr jetzt. Wow. Ja genau, das bin ich. Ja, ich habe dieses rausgebracht. Ja, also Hashtag Döner. Habe ich bei einem Kumpel machen lassen, und zwar Printfoto. Wenn sie eine Website haben, werde ich probieren, sie zu verlinken. Und Grüße gehen raus, danke dafür. Und Alter, ist dieses Shirt nice. Ohne Spaß, sie haben es besser hinbekommen, als ich dachte. Weil ich dachte jetzt, die Schrift wird zu klein und so, ein bisschen Schreibschrift und so weiter. Nee, sie haben es perfekt gemacht. So wie ich es wollte, sieht schlecht aus und so. Und Leute, jetzt habe ich eine Aufgabe an euch. Und zwar, wenn ihr einen Instagram-Post macht oder irgendwo was postet, könnt ihr bitte, das ist ein Bitte, den Hashtag Dönern verwenden. Und zwar will ich machen, dass dieses Wort wirklich benutzt wird. Zum Beispiel dieses Wort Yeet oder Alman oder Gago oder so. Wenn diese Worte existieren können, wieso nicht Hashtag Dönern? Natürlich könnt ihr auch so weit gehen, dass ihr Geld bezahlt und dann selbst so eins machen lassen. Ich werde das jetzt nicht im Shop bringen oder so. Ich weiß jetzt nämlich nicht, wie das geht. Aber ja, und zwar Hashtag Döner. Was heißt das überhaupt? Döner kennt jeder. Kebab auch genannt. Und es gibt kein Wert dafür, für Döner essen gehen. Und ja, da habe ich gedacht, hey, wisst ihr was? Neues Wort erfunden. Döner. Das heißt, ey, lass mal Dönern gehen, das heißt, lass mal einen Döner essen gehen. Wieso nicht? Und einfach bitte versuchen, dieses Wort irgendwie populär zu machen. Komm schon. Weil das ist ein echt großes Projekt. Wenn das funktioniert, ey, das würde mich so schauen. Leute, ein Ei hat es hinbekommen, so viele Klicks zu bekommen, dann kriegt das hier doch das auch hin. Einfach bitte den Hashtag Dönern einfach verwenden, auch wenn es keinen Sinn ergibt manchmal. Oder einfach so sagen, hey, lass mal Dönern gehen oder so. Oder worauf hast du Bock? Dönern. Einfach so, anstatt einen Döner essen zu gehen. Ja, genau das. Und ja, nice. Und ich kann auch anfangen zu streamen. Weil ich habe jetzt einen PC ausgeliehen bekommen von die Players, bis ich meinen eigenen habe. Das ist so Mitte Juli. Und vielleicht wird sogar Talentshow früher kommen. Man kennt's. Und Leute, einfach bitte mal in die Kommentare schreiben, Hashtag Döner. Wäre auf jeden Fall nice. Und danke fürs Zuschauen. Und bleibt immer Döner oder wie auch immer. Ja, Hashtag Döner. Ciao, Leute.